Hallo wir und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in schönen Sichtingen mit Familie Janusz Wandervogel und ja, seiner ganzen Familie quasi. Und so, ich gucke mal. Janusz selber ist mit seiner Frau, der Tina, hier oben im Whirlpool. Ja, die vergnügen sich da, obwohl nicht Sohnemann, der ist Enkelkind Willi, müsste mal dringend bald auch ins Bett gebracht werden. Und ich glaube, ich sag ihr mal direkt, komm, steig mal aus. Werf das mal gerade noch weg. Und dann bring mal den Willi ins Gitterbettchen. Ein Logikpunkt für Britta. Ja, unsere zwei Eltern, also die Eltern von Willi, nämlich Felix und Britta, die sind auch natürlich im Haus. Felix müsste dem Hund, unserem Flo, hier unten was beibringen. Wie geht's denn, Flo? Oh je. Wann muss denn der wieder arbeiten gehen? Ach, 10 Uhr erst. Aber ich hoffe, die beiden befreunden sich jetzt auch. Britta ist mit ihrer, ja, man sagt Schwägerin, ne? Hier draußen beim Schachspielen. Ich gucke gerade nochmal, wir befreunden uns gerade eben an. Auf ihrer Seite ist es schon 100 Grad hier oben. Ich bleibe noch ein bisschen sitzen mit ihr und jetzt gehe ich nochmal zu Willi hoch. Okay, super. Bett gebracht und ja. Ich wollte ja gerade noch auch irgendwas mal. Wartet mal. Weil die Umgebung ist immer so miserabel in diesem Zimmer. Jetzt gebe ich ihm mal irgendwas echt Hübsches rein. Ich weiß nur noch nicht so genau was. Verloren im Sumpf von Fred Finster. Wie sieht das aus? Komm, das kriegst du mal. Ein schönes Bild. Zwar nicht unbedingt so kinderfreundlich vielleicht, ich weiß es nicht. Aber vielleicht, ja, wird die Umgebung dadurch besser. Mal schauen. So, Janusz ist immer noch da. Tina, wo bist du hin? Okay. Wander bei Hausaufgaben helfen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, und Britta, die darf nämlich dann vielleicht auch mal aufstehen und du kannst uns was kochen. Abendessen servieren. Nudeln mit Käsesoße. Und, warte mal. Ich muss gerade mal. Achso, wie weit seid ihr da draußen jetzt? Oje, Felix. Hat es geschafft? Noch nicht so ganz. Kann ich ihn jetzt. Warte mal, Kommando. Nee, der geht jetzt schon alleine hin. Okay, schalt hier mal um. So. Was? Hey Janusz, weißt du, ich kenne da jemanden, der spitzenmäßig zu dir passen würde. Wenn du Lust hast, vereinbare ich sofort ein Blind Date. Interessiert? Nein, ich bin verheiratet und meine Frau steht hier in der Küche. Hallo? Das ist nicht so gut. So, was muss ich denn lernen? Mechanik müsst ihr vielleicht noch lernen. Da kannst du dich mal ein bisschen hier reinsetzen und Mechanik tatsächlich lernen. Hm, gutes Kochen. Also deine Frau kocht was Leckeres oder hat was Leckeres gekocht. Wanda, bist du fertig? Nö. Hallo Florian, ich rede mal kurz mit dir. Und, da es was zu essen gibt, gehen wir erstmal runter zum Essen. Boah, dann schauen wir mal weiter. Dich würde ich jetzt auch hier runter schicken zum Essen. Janusz, hast du auch Hunger? Nicht so unbedingt. Ja, die reichen erstmal. Er müsste mal eher auf die Toilette Ball werfen. Ich geh mal benutzen. Und ruf doch mal jemanden an. Das haben wir da schon lange nicht mehr. Nee. Du kannst mal gucken, ob du jetzt den Bilbo erreichst. Dein Bruder. Wanda? Ja, okay. Einmal kurz. Chaka.
Oh, er lernt aber auch sehr schnell. Das ist sehr schön. Ach, hier ist die Umgebung nicht so toll. Was mache ich denn hier anders als bei den anderen? Ich weiß es echt nicht. Ja, ist nicht so überragend, die Umgebung. So, mal gucken. Jetzt ist er zu Hause. So, in der Küche. Aber hier, ne, die Umgebung ist auch nicht wirklich besser geworden. Ist der Raum zu groß? Keine Ahnung. So, Britta. Wenn du fertig bist, das hier kannst du aufräumen. Und die zwei, upsala, weglegen. Und was müsst du noch lernen? Kreativität. Also da kannst du ein bisschen Klavier spielen. Oh, erstmal reparieren, okay. Warum nicht? So, Janosch. Weißt du was, Janosch? Ich bin jetzt gerade mal ganz kurz am Überlegen. Ich bin kurz am Überlegen, was wir machen könnten. Mit ihm. Hast du jetzt eigentlich mit deinem Bruder ein bisschen gerade nur? Nochmal ein Mechanikpunkt. Wow, du bist gleich voll, glaube ich. okay, lass mich mal nochmal kurz hier reingehen. So. Einmal das da. Okay, wir haben hier nochmal. Wir könnten hier so ein paar Blumen machen quasi. Wir können aber auch nähen. Wir könnten töpfern. Gut, das ist ein bisschen blöd, weil wir alles besetzt haben. Wir könnten aber auch zum Beispiel Spielzeugwerkbank machen. Oder mal die Modelleisenbahn rausholen. Oder wir können auch hier Roboter machen. Aber das mag ich jetzt auch nicht bei zu vielen. Ich meine, das hat der Stefan Sims eigentlich. Aber da bin ich bis jetzt auch noch nicht so viel weitergekommen. Und das hat theoretisch zwar die Ophelia. Haben wir eigentlich Platz? Oder hätten wir Platz dafür? Momentan ja. Solange wir kein weiteres Kind haben. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, hier, mach mal viele Gänseblümchen. Ja, hat er jetzt so ein bisschen eine Aufgabe gekriegt. So. Ja, meinetwegen, die ist egal. Oh, ach so. Bist du fertig? Nee, du bist noch am Reparieren. Oh je, Willi. Na gut, okay. Ah, doch, er wacht langsam auf. Das würde ich nämlich sagen, das darf Tina machen. Setz ihn mal aufs Töpfchen. Flo schläft irgendwo. Ach, der schläft draußen. Da drin. Okay. Felix, wie weit bist du denn? Das ist der letzte Punkt. Krass. Okay. Danach, was brauchst du? Ein bisschen was zu essen vielleicht sogar. Okay. Warum nicht? Ja, okay. Was? Keine Ahnung. Was haben wir denn noch alles im Kühlschrank? Wir gucken einfach mal. Jetzt hat er es geschafft. Yay! Cool. Alle Mechanikpunkte. Sehr schön. Die beiden waren ja nicht auf dem College. Das ist, jo. So. Kreativität wollte ich noch ein bisschen mit dir machen. Oh, wir haben ja nicht so viel im Kühlschrank, ne? So, was machen wir? Ah ja. Hat er jetzt auch noch ein bisschen Hunger? Ja, warte mal. Dann gehst du mal. Wo habe ich denn die Krebsmilch? Hier, Krebsmilch für Willi zubereiten. Oh. Das ist natürlich und später aufräumen. Oh, Wanda. Oh mein Gott, wo bist du denn? Bist jetzt da unten schlafen gegangen? Ich hätte sie noch ein bisschen Hausaufgaben machen wollen. Jetzt schläft sie im Bett der Eltern. Na toll. Na gut, ich lasse sie erstmal ein bisschen schlafen. Macht sie jetzt?
Danach kannst du mal kurz auf die Toilette. Und kannst die... Ach nee, ich wollte... Ach so, das Leeren hat sie direkt schon gemacht. So, geh mal was essen. Nee, guck mal, hier, trinken. Der Papa ist irgendwo unten, ja. Und dann muss ich mal gucken. Kreativität habe ich hier... Nee, ich habe... habe ich überhaupt gar keinen? Ach Gott, guck mal, hier habe ich das Töpfer-Ding. Und da unten habe ich nochmal so eine Krebsmilch. Ist mir gerade so eingefallen. Und hier blinkt was. Ich glaube, unser Ding ist kaputt. Ich habe gar nicht... Okay, warte mal. Brumm. Kind, Kind, Kind da. Und dann... Aber das da. So. Kann ich das mitten in den Raum stellen? Ist das okay? Ich denke, man kommt trotzdem noch überall hin. So, damit Klötzchen spielen. Dann lernt er ein bisschen schneller. Und die Tina, die darf, glaube ich, mal ins Bett schlafen. Ich gucke nochmal nach Wanda. Okay, warte mal, Wanda, du darfst mal aufstehen, wenn die Mama jetzt zu dir quasi ins Bett kommt. Es muss ja nicht sein. Und dann kannst du hier oben Hausaufgaben machen und danach schlafen gehen. Felix. Oh, ihr zwei. Ich dachte eigentlich, dass wir schwanger sind. Oder wir hatten das bloß ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Okay, warte, wir gehen nochmal. Aber ich meine, wir hatten das schon gemacht, aber ist egal. Das schaffen wir danach auch gleich noch. So, wo ist sie? Kommt auch. Tuck, tuck, tuck. So. Ja, genau. Wir machen trotzdem ein Techtelmechtel. Bald werden wir dann entdecken, dass wir schwanger sind. Und sie kann dann schlafen erstmal. Heißt das? Ach, der. So, Wanda geht hoch. Oh, was mir gerade einfällt. Für Stipendien bewerben können wir uns auch nochmal am Telefon. Ich denke mal, sie hat es nämlich noch nicht gemacht. Ja. Aber sie hat noch einen Tag. Also einen ganzen Tag wird sie noch haben. Tina. Okay, Tina, mach das mal aus und dann ins Bett. Janusz. Hoch. Janusz macht hier ganz viele Blumen. 7 Stück haben wir schon, Gänseblümchen. Aber ich glaube, du darfst dann auch erstmal ins Bett gehen. Wobei, vielleicht gehst du nochmal kurz duschen. So, ich lass mal. Und dann geh du ins Bett. Felix. Felix ist auch erstmal mit schlafen gegangen. Sehr schön. Und die Wanda ist hier oben. Dann spule ich mal ein bisschen vor, weil die meisten haben ja irgendwie was zu tun. So, Willi. Oh je, jemand müsste Willi dann noch ins Bett bringen. Kannst du gerade mal vielleicht noch machen. So, was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. 9 Stipendien. Krass. So, Ach so, warte mal. So. Weißt du, bist halt auf einer Etage mit ihm. Das macht sonst doch mehr Sinn. Geh mal rüber, bring ihn ins Bett und dann gehst du erstmal schlafen. Ach so. Ich habe jetzt sie erstmal spielen geschickt. Baba. So, Felix, steh mal auf. Du gehst dann nochmal baden, meinetwegen. Und was können wir denn noch lernen? Kreativität. Ach so. Na gut, egal. Repariert das aber trotzdem nochmal. Ganz fix. Mache ich eigentlich mit dem Nähen auch die Kreativität hoch? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber er darf mal ein paar Topflappen machen. Warum nicht?
Mach ich mal bei ihm. Ich habe in dem Haus echt mehr Sachen, als ich dachte. Das hier wird das nächste Kinderzimmer werden, ja? Das Gestell müssen wir halt dann irgendwo wieder woanders unterstellen. Mal schauen. Sie spielt Sims, ich höre es. Cool. So, Breda, du darfst auch aufstehen. Kannst hier mal baden gehen. Und dann würde ich jetzt. Ups, da hat jemand gepieselt. Dann würde ich sagen, du spielst ein bisschen, weil die Kreativität. Ach nee, den haben wir doch gemacht. Ich habe das gar nicht bemerkt. Charisma müssen wir mal ein bisschen bei dir aufbauen. Okay. Dann warum nicht? Hier direkt reden üben. Was hast du denn hier für eine. Ah. Die Frisur hier. Oh, Wanda, eine Stunde. Was haben wir denn? Geh nochmal eine Stunde schlafen. Willi ist noch im Bett. Und ich denke mal, ihr dürft jetzt langsam aufwachen. So, du kannst aufstehen. Ich gehe mal duschen. Und vielleicht dann um danach jemanden anrufen. Guck mal zum Beispiel die Nerissa. Das ist zwar keine eine von meinen Sims, aber egal. Er darf auch mal aufstehen und mal Reste nehmen. Felix muss an dem Dienstag auch nicht arbeiten. Ach, Jemini, da sind ja alle da, außer die Wanda. Warum rennt sie so? Oh, okay, ich verstehe. Wartet mal. Ups. Jetzt kommen so die ersten Schwangerschaftszeichen. Yay. Ui. Und danach kannst du es nochmal sauber machen hier. So. Ups. Ach so. Nerissa. Laudern. Ah, das geht auch sehr schnell. Wunderbar. So, du musst bald. Oh, auch Flo. Warte mal, Flo. Könnte den mal jemand noch waschen? Felix, sei doch mal so lieb. Flo waschen. Und du gehst in die Schule. Warte mal, Willi. Ah, Willi müsste auch jemand rausholen. Die Oma darf das mal wieder rauslassen. Harndrang und Hygiene. Okay, warte. Dann machen wir das doch direkt auch hier oben. Können wir den Willi baden? Wow, Charisma. Die wird bald voll sein, wenn sie so weitermacht. Okay, super. Dann gucke ich jetzt noch mal ein bisschen rum. Also er steht jetzt gerade mal auf, geht wahrscheinlich jetzt an den, ans Ding, geht hier mal benutzen. Felix wäscht den Flo und die Oma wäscht gleich den Willi. Dann sind die vier Erwachsene ja jetzt zu Hause. Wanda ist jetzt in der Schule. Aber wir machen dann das nächste Mal quasi weiter als Sünde. Ne? Bis 9 Uhr machen wir ja immer. Ich sag jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und beim nächsten Mal gehen wir dann nach da drüben zu Familie Rossi. Ich sag Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidao. Ciao, ciao.